Merhaba, Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden abstimmen, annehmen, ansprechen, bestehen, sich beteiligen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesairede kullanılır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz abstimmen. Oy kullanmak, oy vermek, oylamak anlamına geliyor. Abstimmen ayrılabilir bir fiildir. Bu fiilimizi wir yani biz kişi zamiriyle çekimleyelim. Präsens, wir stimmen ab. Biz oyluyoruz. Wir stimmen ab. Wir stimmen ab. Präteritum, wir stimmten ab. Biz oyluyorduk, oyladık. Wir stimmten ab. Wir stimmten ab. Perfekt. Wir haben abgestimmt. Biz oyladık. Wir haben abgestimmt. Wir haben abgestimmt. Tekrar edelim. Wir stimmen ab. Wir stimmen ab. Wir stimmten ab. Wir stimmten ab. Wir haben abgestimmt. Wir haben abgestimmt. Futur 1. Wir werden abstimmen. Biz oylayacağız. Wir werden abstimmen. Wir werden abstimmen. Futur 2. Wir werden abgestimmt haben. Biz oylamış olacağız. Wir werden abgestimmt haben. Wir werden abgestimmt haben. Plusquamperfekt. Wir hatten abgestimmt. Bis oylamıştık. Wir hatten abgestimmt. Wir hatten abgestimmt. Tekrar edelim. Wir werden abstimmen. Wir werden abstimmen. Wir werden abgestimmt haben. Wir werden abgestimmt haben. Wir hatten abgestimmt. Wir hatten abgestimmt. Örnek cümlemize geçelim. Lasst uns darüber abstimmen, wer unser Klassensprecher werden soll. Kimin sınıf başkanımız olacağını oylayalım. Tekrar edelim. Lasst uns darüber abstimmen, wer unser Klassensprecher werden soll. Lasst uns darüber abstimmen, wer unser Klassensprecher werden soll. Diğer fiilimiz annehmen. Tahmin etmek, varsaymak, bir şeyi kabul etmek anlamına geliyor. Annehmen fiili ayrılabilir ve düzensiz bir fiildir.
Präsens, ich nehme an. Ben tahmin ediyorum. Ich nehme an. Ich nehme an. Präteritum, ich nahm an. Ben tahmin ediyordum, tahmin ettim. Ich nahm an. Ich nahm an. Perfekt, ich habe angenommen. Ben tahmin ettim. Ich habe angenommen. Ich habe angenommen. Tekrar edelim. Ich nehme an. Ich nehme an. Ich nahm an. Ich nahm an. Ich habe angenommen. Ich habe angenommen. Futur bir. Ich werde annehmen. Ben tahmin edeceğim. Ich werde annehmen. Ich werde annehmen. Futur 2. Ich werde angenommen haben. Ben tahmin etmiş olacağım. Ich werde angenommen haben. Ich werde angenommen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte angenommen. Ben tahmin etmiştim. Ich hatte angenommen. Ich hatte angenommen. Tekrar edelim. Ich werde annehmen. Ich werde annehmen. Ich werde angenommen haben. Ich werde angenommen haben. Ich hatte angenommen. Ich hatte angenommen. Örnek cümlemize geçelim. Ich nehme an, dass auch zu Feier kommen wird. Onun da kutlamaya geleceğini tahmin ediyorum. Tekrar edelim. Ich nehme an, dass auch zu Feier kommen wird. Ich nehme an, dass auch zu Feier kommen wird. Diğer bir örnek cümlemiz, burada fiilimizin anlamı farklı, kabul etmek anlamında kullanıyoruz. Sie nahm seinen Heiratsantrag mit großer Freude an. Onun evlilik teklifini büyük bir mutlulukla kabul etti. Tekrar edelim. Sie nahm seinen Heiratsantrag mit großer Freude an. Sie nahm seinen Heiratsantrag mit großer Freude an. Diğer bir fiilimiz ansprechen, hitap etmek anlamına geliyor. Ansprechen düzensiz ve ayrılabilir bir fiildir. Präsens, ich spreche an. Ben hitap ediyorum. Ich spreche an. Ich spreche an. Präteritum, ich sprach an. Ben hitap ediyordum, hitap ettim. Ich sprach an. Ich sprach an. Perfekt, ich habe angesprochen. Ben hitap ettim. Ich habe angesprochen. Ich habe angesprochen. Tekrar edelim. Ich spreche an. Ich spreche an. Ich sprach an. Ich sprach an. Ich habe angesprochen. Ich habe angesprochen. Futur bir. Ich werde ansprechen. Ben hitap edeceğim. Ich werde ansprechen. Ich werde ansprechen. Futur 2. Ich werde angesprochen haben. Ben hitap etmiş olacağım. Ich werde angesprochen haben. Ich werde angesprochen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte angesprochen. Ben hitap etmiştim. Ich hatte angesprochen.
Ich hatte angesprochen. Tekrar edelim. Ich werde ansprechen. Ich werde ansprechen. Ich werde angesprochen haben. Ich werde angesprochen haben. Ich hatte angesprochen. Ich hatte angesprochen. Örnek cümlemize geçelim. Darf ich Sie mit Ihrem Vornamen ansprechen? Size ilk adınızla hitap edebilir miyim? Tekrar edelim. Darf ich Sie mit Ihrem Vornamen ansprechen? Darf ich Sie mit Ihrem Vornamen ansprechen? Farklı bir örnek cümlemiz. Er spricht die Leute immer sehr höflich an. O insanlara her zaman çok kibarca hitap eder. Tekrar edelim. Er spricht die Leute immer sehr höflich an. Er spricht die Leute immer sehr höflich an. Diğer fiilimiz bestehen. Var olmak, oluşmak, bir şeyi kazanmak veya bir şeyi geçmek anlamına geliyor. Ayrıca auf etwas bestehen şeklinde kullandığımızda bir şeyde ısrar etmek, inat etmek anlamına da geliyor. Bestehen fiilimiz düzensiz bir fiildir. Präsenz, ich bestehe. Ben geçiyorum. Ich bestehe. Ich bestehe. Präteritum, ich bestand. Ben geçiyordum, geçtim. Ich bestand. Ich bestand. Perfekt. Ich habe bestanden. Ben geçtim. Ich habe bestanden. Ich habe bestanden. Tekrar edelim. Ich bestehe. Ich bestehe. Ich bestand. Ich bestand. Ich habe bestanden. Ich habe bestanden. Futur bir, ich werde bestehen. Ben geçeceğim. Ich werde bestehen. Ich werde bestehen. Futur iki, ich werde bestanden haben. Ben geçmiş olacağım. Ich werde bestanden haben. Ich werde bestanden haben. Plusquamperfekt. Ich hatte bestanden. Ben geçmiştim. Ich hatte bestanden. Ich hatte bestanden. Tekrar edelim. Ich werde bestehen. Ich werde bestehen. Ich werde bestanden haben. Ich werde bestanden haben. Ich hatte bestanden. Ich hatte bestanden. Örnek cümlemize geçelim. Ich bin sehr erleichtert, da ich meine Abschlussprüfung bestanden habe. Final sınavımı geçtiğim için çok rahatladım. Tekrar edelim. Ich bin sehr erleichtert, da ich meine Abschlussprüfung bestanden habe. Ich bin sehr erleichtert, da ich meine Abschlussprüfung bestanden habe. Farklı bir örnek cümlemiz. Burada fiilimizi oluşmak şeklinde kullanıyoruz. Yani oluşmak anlamında daha doğrusu kullanıyoruz. Besteht aus anlamına geliyor oluşmak. Burada gördüğünüz üzere aus edatını, prepozisyonunu
renklendirdik. Yani the state of birlikte kullanılıyor. Cümlemize geçelim. Es ist sehr einfach, dieses Essen zu kochen. Es besteht nur aus Zwiebeln, Tomaten und Eiern. Bu yemeği pişirmek çok kolay. Sadece soğan, domates ve yumurtadan oluşuyor. Tekrar edelim. Es ist sehr einfach, dieses Essen zu kochen. Es besteht nur aus Zwiebeln, Tomaten und Eiern. Es ist sehr einfach, dieses Essen zu kochen. Es besteht nur aus Zwiebeln, Tomaten und Eiern. Diğer fiilimiz sich beteiligen. Bu fiilimizi refleksif olarak da kullanıyoruz. Sich beteiligen, katılmak, bir şeye ortak olmak, iştirak etmek anlamına geliyor. Präsent, ich beteilige mich. Ben katılıyorum. Ich beteilige mich. Ich beteilige mich. Präteritum, ich beteiligte mich. Ben katılıyordum, katıldım. Ich beteiligte mich. Ich beteiligte mich. Perfekt, ich habe mich beteiligt. Ben katıldım. Ich habe mich beteiligt. Ich habe mich beteiligt. Tekrar edelim. Ich beteilige mich. Ich beteilige mich. Ich beteiligte mich. Ich beteiligte mich. Ich habe mich beteiligt. Ich habe mich beteiligt. Futur 1. Ich werde mich beteiligen. Ben katılacağım. Ich werde mich beteiligen. Ich werde mich beteiligen. Futur 2. Ich werde mich beteiligt haben. Ben katılmış olacağım. Ich werde mich beteiligt haben. Ich werde mich beteiligt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich beteiligt. Ben katılmıştım. Ich hatte mich beteiligt. Ich hatte mich beteiligt. Tekrar edelim. Ich werde mich beteiligen. Ich werde mich beteiligen. Ich werde mich beteiligt haben. Ich werde mich beteiligt haben. Ich hatte mich beteiligt. Ich hatte mich beteiligt. Örnek cümlemize geçelim. Es wird heute eine große Spendenaktion für hilfsbedürftige Menschen stattfinden. Ich werde mich auch daran beteiligen. Bugün yardıma ihtiyacı olan insanlar için büyük bir bağış toplama etkinliği olacak. Ona ben de katılacağım. Tekrar edelim. Es wird heute eine große Spendenaktion für hilfsbedürftige Menschen stattfinden. Ich werde mich auch daran beteiligen. Es wird heute eine große Spendenaktion für hilfsbedürftige Menschen stattfinden. Ich werde mich auch daran beteiligen. Bu dersimizde abstimmen, annehmen, ansprechen, bestehen, sich beteiligen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.